sagen, da gab es viele Scharmützel, Lewandowski, Zambrano, wobei ich sagen muss, ich habe selten einen Innenverteidiger gesehen, der so viel provoziert, und das kann nicht angehen. Das ist zu wenig Fußball. Also das ist, da muss der Schiedsrichter besser aufpassen und auch eingreifen. Auch Stichwort, wir haben ein paar Szenen auch vorbereitet, Zambrano gegen Lewandowski. Wie sehen Sie die beispielsweise hier? Nein, das ist im Zweikampf. Checken sich beide nichts, auch Lewandowski nicht. Nur wie er dann provoziert, wie er schauspielert, das gehört nicht auf den Fußballplatz. Und das ist nicht das erste Mal. Lassen wir das an dieser Stelle so stehen. Fand ich ja den Zweikampf Lewandowski-Zambrano. Ja. Das war auf beiden Seiten auf hohem Niveau, sehr stark an der Grenze. Aber mir hat es gefallen, dass sie einfach beide wieder zurückgekommen sind. Beide sind dann auch mal gelegen und behandelt worden, aber der, wie Kloppo auch sagt, der Spielrhythmus war halt dann gestört. Also ich habe heute gelesen, dass sie dem Lewandowski die Reifen geklaut haben, da hätten wir dann 9 Verdächtigen gehabt heute, aber das war natürlich genau das Ding. Wir können uns mal die eine Szene vielleicht nochmal gönnen, da gab es natürlich unterschiedliche Meinungen. War das eine rote Karte, Jürgen? Sie haben relativ deutlich an der Seitenlinie den Kopf geschüttelt, kann man nicht so sehen wahrscheinlich dann. Ne? Also der Ellbogen geht klar raus, das ist es. Er geht raus, aber es fehlt eine Schwungbewegung. Also er rennt, lässt den Ellbogen stehen. Das ist nichts, was mich so richtig was angeht, weil es ein Spieler von Armin ist. Aber Fakt ist, dass man, selbst wenn man es nicht sieht, es für möglich halten muss, dass er es gemacht hat. Das ist einfach so, das hat er sich erarbeitet. Von so. Und in der ersten Halbzeit geht er mit dem Kopf zur Brust. So, das ist etwas, die Szene habe ich zumindest gesehen. Und das ist so eine Geschichte. Und heute muss ich sagen, Levi schafft das nochmal jede Woche, sich da auch von frei zu machen und mit seinen Waffen zurückzuzahlen. Heute hat er sich darauf eingelassen. Das war, und er ist nicht zurückgekommen. Wenn Levi zurückkommt, sind wir sofort stärker. Er ist aus dem Spiel ein bisschen rausgeflogen, hat einige mögliche Situationen gehabt, wo die er nochmal viel besser macht. Das ist nicht schlimm, ist total menschlich. Ich rede in der Halbzeit echt auf den einen wie auf ein krankes Tier. Weil ich einfach denke, bitte bleib ruhig. Also, weil die Jungs wollen ihn hart nehmen. Mhm. Und da in der Szene, das ist keine rote Karte, würde ich auch sagen. Aber es ist, waren so viele Nicklichkeiten. Am Ende waren beide eigentlich draußen aus dem Spiel. Zambrano war auch nicht mehr im Spiel drin. Beide ja, es ging schon noch ein bisschen weiter. Dann ist ja auch dann einfach für eine Mannschaft, ihn dann für alles verantwortlich. Er hat wieder den Körper gesucht. Ja, das ist auch schwierig in dem Spiel. Ja. Ist mit der Karate. Ja, aber mit der Karate-Kämpferin. Die Dortmunder haben ihn dann aber auch gesucht. Also ich glaube, die haben sie nichts gegeben. Klar, ich meine, er ist jetzt einmal hier, aber das ist jede Woche. Ja. Lewandowski ist ja super Spieler. Aber natürlich provoziert er dann auch. Ja. Mein Problem ist, dass man jede Woche bei Zambrano immer wieder versucht, den auch immer wieder zu provozieren. Und der Junge kommt natürlich dann in Zweikämpfe und kann sich das nicht gefallen lassen. Das ist jede Woche das Gleiche. Und deswegen sage ich, es ist nicht okay. Es ist nicht okay, wenn ich jetzt gerade höre auf dem anderen Sender, auf Sky, dass Michael Zorc dann sagt, dass er noch nie so einen unfairen Spieler. Der soll sich um seine Spieler kümmern, nicht um meine Spieler kümmern. Weil es ist, beide Seiten waren das. Es waren beide Seiten und nicht eine Seite. Das ist mir zu viel und das ist auch nicht korrekt. Gut, also wir können es, glaube ich, so abbinden, dass wir hier nicht von klaren Tätigkeiten sprechen. Sie sagen auch keine rote Karte, sagen, den Ruf hat er sich erarbeitet, aber man muss vorsichtig sein, dass man so einen Spieler natürlich nicht in die Ecke stellt, weil jede Woche ist auch ein neues Spiel dann. Ich glaube, so können wir es sagen. Wollen wir die